Boah, ist das kalt hier drin. In 2 Stunden wollen wir hier unseren Livestream machen. 18:30 live. Und ob man es glaubt oder nicht, wir haben hier 14,6 Grad drin. Das geht natürlich gar nicht. Ja, da müssen wir wohl mal die Heizung anmachen. Und welche Heizung wir hier drin anmachen, das zeigen wir euch heute in diesem Video. Und damit moin moin und herzlich willkommen bei Gewaltig Nachhaltig. Thema Heizung. Ja, wir haben hier im Haus komplett Fußbodenheizung und Fußbodenheizung ist relativ träge. Das heißt, ich kann nicht jetzt die Fußbodenheizung einschalten und dann in einer Stunde ist das Studio warm, sondern so eine Fußbodenheizung, die muss eher immer durchlaufen. Und da wir sowohl hier in dem Zimmer als auch in meinem Arbeitszimmer drüben recht selten sind, ich habe jetzt Homeoffice, aber auch nicht jeden Tag und jede Woche, da braucht man einfach eine andere Lösung. Ja, und was haben wir bisher immer genommen dafür? Da haben wir hier so ein Heizlüfter, 50 € Marke Baumarkt benutzt und der bläst halt hier vorne die warme Luft raus und der arbeitet mit 1000 Watt oder 2000 Watt, der hat 2 Stufen und dann bläst er halt die Luft vorne raus und das Ganze wird ein bisschen wärmer, aber sobald der wieder abgeschaltet ist, ist auch wieder vorbei mit der Wärme, dann kühlt sich das Zimmer relativ schnell wieder ab und wir können ihn jetzt mal hier anschließen und uns das Ganze mal angucken und dann sehen wir schon, wie hier jetzt die Leistung hochgeht auf 620 Watt, auf 700 Watt. Und jetzt stellen wir den zweiten Lüfter dazu. Und dann sehen wir, wie wir hier schon mal 1,1 kW sind. 1,2 kW. 1,4 kW. Die Leistung nimmt jetzt also zu und wird dann bis gegen 2 kW hochlaufen. Ja, das ist natürlich nicht besonders effektiv, was wir hier machen, mit so einem Heizlüfter so das Zimmer versuchen zu erwärmen und der läuft dann mit wahnsinnig viel Energie und wenn wir ihn ausmachen, ist das Zimmer relativ schnell wieder kalt. Das ist also nicht die wirklich beste Lösung. Also haben wir im Internet mal recherchiert, was kann man denn noch als Alternative nehmen? Ja, jetzt machen wir den erstmal wieder aus. Der kann jetzt noch ein bisschen vor sich hin lüften. Und als Alternative haben wir das hier gefunden. Und das ist eine sogenannte Infrarotheizung. Die wird auch elektrisch betrieben. Da haben wir hier einen Stecker dran. Und bei der Infrarotheizung erwärmt sich diese Fläche hier vorne und strahlt dann Wärme ab. Und diese Wärme erwärmt nicht nur die Luft, sondern vor allen Dingen auch Gegenstände im Raum. Und diese Gegenstände dienen dann auch wieder als Heizung und heizen den Raum mit auf. Und wenn wir die Heizung wieder ausmachen, dann dauert es einfach noch eine ganz lange Zeit, bis der Raum wieder kälter wird, weil alles in dem Raum ein bisschen aufgeheizt ist und weiterhin Temperatur auch mit abgibt. Ja, und die Heizung haben wir uns dann mal im Internet bestellt, weil das ist unserer Ansicht nach genau das Richtige, wenn wir Fußbodenheizung haben und nur ganz selten in solchen Zimmern wie hier sitzen. Und ich würde sagen, die schließen wir jetzt einfach mal an. Die hat die Maße 1,20 m x 30 cm. Die haben wir extra in der Form bestellt, weil das so ein bisschen dem sitzenden Körper auch entspricht von der Fläche her. Und in der Leistung hat sie 400 Watt. Und 400 Watt. Im Internet gibt es Tabellen dazu, wie groß muss eine oder wie stark muss eine Infrarotheizung sein, um welche Raumgröße heizen zu können. Und 400 Watt sollen ausreichen für 8 Quadratmeter mit 2 Außenwänden. Und genau das haben wir hier. 8 Quadratmeter, da ist ein Fenster, da ist eine Wand. Und jetzt wollen wir mal gucken, was denn dabei rauskommt. Und dafür schließen wir die mal an. So, den alten Heizlüfter raus. Und die neue Infrarotheizung rein. Und jetzt wird sie gleich anfangen, sich zu erwärmen. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Jetzt gucken wir hier nochmal auf die Uhr. Wir haben jetzt nämlich genau 16:30. In 2 Stunden ist unser Livestream. Und wir haben eine Temperatur von 14,7 Grad inzwischen schon wieder hier drin. Ja, Körper wärmen den Raum auf. Und jetzt gucken wir mal, was über die Zeit, Viertelstunde, halbe Stunde, eine Stunde, diese Infrarotheizung hier für eine Temperaturerhöhung bringt. Das Schöne an der Infrarotheizung ist auch, selbst wenn der Raum nur 17 Grad hat, man sitzt in diesem Wärmestrahl und es fühlt sich an, als wären das eher 19, 20 Grad. Das heißt, man muss den Raum gar nicht so warm machen, wie er sonst gebraucht würde, weil die Infrarotheizung einfach durch diese Strahlungswärme Temperatur hier wunderbar abgibt. So, und wie bei dem anderen Heizlüfter eben, gucken wir uns auch jetzt hier mal an im Sunny-Portal, wie es denn mit dem Verbrauch aussieht. Ja, wir haben jetzt 320 Watt an Hausverbrauch und jetzt stecken wir die Heizung hier mal ein.
Und da müssen wir so auf ungefähr 700 Watt Verbrauch kommen. Genau so ist es. So, jetzt gucken wir uns die ganze Sache nochmal von hinten an. Da haben wir hier einmal zwei Befestigungselemente. Dazu geliefert werden Schrauben und Dübel. Das heißt, man kann die Schrauben in die Wand drehen und hängt dann einfach hier die Heizung ein. Und das ist dann Wand- oder Deckenhalterung. Ja, und hier oben haben wir noch das Netzteil zu der ganzen Geschichte, die das dann aufheizt. Und mehr ist es eigentlich nicht. Wiegt ungefähr, wenn ich es jetzt mal hochhebe, ich würde sagen 1,5–2 Kilogramm. Wärmer ist es nicht, schwerer ist es nicht, wärmer ist es schon. Und zwar merkt man jetzt schon nach 2, 3 Minuten, das Ganze ist schon mehr als handwarm. Also ich würde sagen, es ist schon heiß. Man kann die Hand noch draufhalten, aber man merkt schon, es ist gleich vorbei mit Hand draufhalten. Also die Oberfläche wird ungefähr 100 Grad warm und da kann man sich schon die Pfoten auch dran verbrennen. Da muss man also ein bisschen aufpassen. Ja, man merkt es schon. Es wird schon deutlich heißer. Ich schätze jetzt mal so 60 Grad, vermute ich. Ja, eine Wärmebildkamera haben wir leider nicht, sonst könnten wir das Ganze jetzt mal filmen. Aber was würden wir sehen? Wir würden hier halt einen großen roten Bereich sehen, weil dieses Modul einfach sehr warm wird. Und jetzt gucken wir mal, wie sich die Temperatur in den nächsten Minuten entwickelt. Und dann sehen wir, ob wirklich dieser 8 Quadratmeter große Raum hier auch mit so einer kleinen Heizung beheizt werden kann. Mit 400 Watt, was wirklich nicht viel ist. So, es ist jetzt 17:45. Unser Livestream geht in einer Viertelstunde los, aber wir wollen euch schnell noch das Ergebnis von unserem kleinen Test hier präsentieren. 16,7 Grad haben wir jetzt hier drin. Das heißt, wir haben die Temperatur in 1,75 Stunden um 2,2 Grad erhöht. Und es ist jetzt noch nicht wahnsinnig heiß, 16,7 Grad, aber die Strahlungswärme, die von diesem Modul hier rüberkommt, die lässt es einfach wesentlich wärmer wirken. Das ist also gefühlt eher so ein 18, 19 Grad. Man kann es hier schon sehr gut aushalten, obwohl die Raumluft immer noch bei 16,5 oder 6 oder 7 Grad ist. Ja, wir sind ganz zufrieden mit dem, was wir jetzt hier erlebt haben. Also wir können es für ein schnelles Raumerwärmen verwenden. Wie es sich jetzt verhält, wenn man den Raum wirklich komplett damit heizen will, ich glaube eher, dass 400 Watt für 8 Quadratmeter da ein bisschen knapp sind. Vielleicht sollte man dann eher 600 Watt nehmen, dann ist man mehr auf der sicheren Seite. Wobei man natürlich das Problem hat, dass das nicht wirklich regelbar ist. Also die 400 Watt sind fest eingestellt, da ist kein Thermostat dran. Was der Hersteller aber mitliefert, ist dieses Steckdosenthermostat hier. Das steckt man einfach in die Steckdose, da kommt dann hier das Thermometer, die Infrarotheizung rein. Und was hat das für Funktionalitäten? Naja, zum einen kann man zeitgesteuert die Heizung laufen lassen, zum anderen aber auch temperaturgesteuert. Und es gibt noch so eine schöne Fensterauffunktion. Das heißt, wenn innerhalb einer bestimmten Zeit die Temperatur um einen bestimmten Wert fällt, dann sagt dieses Ding hier, oha, da ist ein Fenster offen, dann heizen wir jetzt mal nicht. Wir heizen ja nicht für draußen. Kappt die Stromversorgung, Modul geht aus und irgendwann nach einer Zeit geht es dann wieder an. Ja, wir haben also jetzt hier in 1,75 Stunden ungefähr 0,6, 0,7 Kilowattstunden verbraucht und haben damit den Raum um über 2 Grad aufgeheizt. Das wäre mit unserem alten Heizlüfter nicht so gut gegangen, weil der hätte schon gerade mal eine Dreiviertelstunde laufen können bei dem Energieverbrauch und zwar auf niedrigster Stufe. Und ob der dann unbedingt den Raum so weit erheizt hätte und vor allen Dingen, wie lange sich das Ganze dann hält, das ist eine andere Frage. Ja, diese Module oder Infrarotheizungen, die gibt es bei verschiedenen Händlern. Und da muss man immer ein bisschen gucken, dass man Qualität bekommt. Wir haben also vorher auch recherchiert und dann gibt es immer diese schönen Bilder, die man sich an die Wand hängen kann als Heizung. Und da kommt es wohl schon mal vor, dass dann die Oberfläche sich wälzt. Das sieht überhaupt nicht mehr schön aus. Und wir haben halt im Internet gesehen, dass diese Infrarotheizung, die wir hier haben, ich nehme sie nochmal in die Hand, muss nur aufpassen, dass ich mir die Finger nicht verbrenne, ja, dass die halt wirklich eine gute Qualität hat. Den Shop, wo wir die bezogen haben, den verlinken wir mal in der Videobeschreibung. Und da gibt es, wie gesagt, dieses Thermostat dazu. Dann kann man noch Füße dazu bestellen. Da steht die Heizung quasi so dann drin. Wir brauchen die aber nicht, weil wir benutzen die Wandhalterung. Wir müssen nur mal gucken, wo im Raum bringen wir die jetzt genau an. Ja, aber wie gesagt, man kann das machen, ob es jetzt fürs ganze Haus vernünftig ist. Es gibt ja wirklich Häuser, die werden nur mit Infrarotheizung beheizt. Will ich nicht zu sagen vermögen. Aber für unsere Zwecke hier mit der Fußbodenheizung und der schnellen Erwärmung des Raums ist das eine gute Sache. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst uns doch gerne einen Daumen nach oben da. Guckt mal da unten, da steht ein Knopf, wo Abonnieren draufsteht. Wenn der rot ist, ist nicht gut. Drückt mal drauf, bis der grau ist, weil dann habt ihr unseren Kanal abonniert und kriegt noch mehr von solchen Sachen mit. Ja, Instagram sind wir auch gewaltig nachhaltig. Schaut da auch mal gerne rein. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wir machen jetzt unseren Livestream, der natürlich schon durch ist, wenn ihr dieses Video seht.